Moin! Ja, es hat. Leider wurde ich versetzt. Nein. Wir machen es wohl an einem anderen Tag, weil er noch viel wegrendern muss. Und ich habe mir jetzt angeguckt, wie ich schon mal in der Obelis von Camun die zwei fehlenden Artefakte bekomme. Und deshalb spielen wir das Ganze nochmal. Wimmel mal den Tarnumhang, Schwierigkeit leicht. Den Tarnumhang, was rede ich denn hier? Den Tarnanzug. Das hier ist mein ein... Naja, das haben wir freigeschaltet. Wir wollen es mal machen, so. Also so schwierig oder so kompliziert ist das jetzt nicht, habe ich festgestellt. Den lassen wir auch erstmal da. Wir müssen die auch wirklich nicht mitnehmen. Ja, wir müssen erstmal runter. Wir müssen nämlich eh dahin. Weil in diesem ersten Raum gibt es auch das erste Artefakt, was wir verhunzt haben. Naja, ist ja eigentlich egal, was wir hier abmosern. Blub. Und noch einmal. Flup. Und wie ich das schon sagte, es ist eigentlich total egal, welches wir nehmen. Wir müssen ja hier jetzt erstmal nichts bekämpfen. Vielleicht später nochmal. Flup. Da kommt unser... Ich wollte gerade sagen, unser Kühlschrank kommt runtergefahren, aber ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Nein, unser Fahrstuhl kommt hier runter. Und ich bin mal gespannt, ob ich das diesmal gut hinbekomme. Ich habe mir das ja angeguckt. Es ist eigentlich normal möglich, das Problem. Oh, das war so klar, Lehrer. Ja, außer Lehrer natürlich, Selbsterhaltungstrieb und so weiter. Ihr kennt es ja, kennt es ja. So, dann holen wir unseren Fahrstuhl mal wieder runter. Da ist er auch schon. Flupp. Und schneller hin. Ich bin mal gespannt, ob ich das so hinkriege, wie das Ganze natürlich auch gewollt ist. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich versuch's natürlich. Ich bin natürlich immer weniger davon begeistert oder überzeugt, dass ich überhaupt irgendwann einmal... Nein, das ist so... Die Zeitspiele hinbekomme. Och man, Lerwa, muss ich noch spät... Das gibt's doch nicht, wenn ich noch spät abschwung, fängst du runter. Und nochmal das Ganze. Nur weil Lerwas Selbsterhaltungstrieb mal wieder für die Katze ist. Ich frag mich manchmal echt, warum die Dame keinen hat. Oder das ist einfach... oder warum Core Design oder... Nee, Eidos ist das ja. Es ist ja nicht mehr Core Design. Core Design ist ja raus, glaube ich. Auf jeden Fall, warum Eidos das so komisch hier programmiert. Das ganze Spiel. So. Flup. So, und nochmal. Und diesmal bitte... Ja! Und diesmal bitte... Da hast du jetzt aber gleich gemacht. So, wir haben jetzt, Problem. Das Ding fällt aus und wir haben da oben irgendwo einen Kontrollpunkt. Wenn wir bei diesem Kontrollpunkt neu laden müssen, müssen wir hier wieder runter und den Schalter nochmal neu bestätigen. Und glaube ich, das war das Problem beim letzten Mal. Ui! Und deshalb versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich hier ausüben wird. Ob das Ganze jetzt... Ob ich jetzt schnell genug bin, ich habe ja keine Ahnung. Hier oben ist auf jeden Fall ein Kontrollpunkt. Wenn wir jetzt bei diesem Kontrollpunkt neu laden sollten, müssen wir nochmal runter und das Ganze nochmal von vorne machen. Das wird uns natürlich alle freuen. Natürlich nicht, aber was sollen wir machen? So, na los. Ich versuche hier jetzt schon mein Möglichstes an Schnelligkeit vorzubringen. Ich weiß aber, dass ich da nicht so gut bin. So, gleich kommt dieser berühmte Mauersprung, den Mauerlaufsprung. Das ist ja wirklich meine Spezialität. Das wird fantastisch. Uff, so fantastisch, dass ich das jetzt schon wieder nicht... Okay. Ich lasse sie mal fallen, damit wir den... Blum! So, wir müssen jetzt hier wieder runter. Wohl oder übel, um den nochmal zu drücken, weil wir das jetzt nicht geschafft haben. So, jetzt fährt sich die Stange wieder aus.
Und jetzt dürfen wir wieder den ganzen Weg hochlatschen. Beziehungsweise Lehrer darf den ganzen Weg jetzt wieder hochspringen und hoffentlich macht sie es diesmal richtig. Oder auch nicht, aber ich hoffe zumindest, dass wir ein bisschen... Okay, jetzt ganz schnell hier rum. Ich habe keine Ahnung, ob wie schnell wir das hinbekommen. Das hängt, glaube ich, immer davon ab, ob ich den Mauersprung schaffe. Hier war ja der Bung, aber den haben wir ja schon längst ausgelöst. Und hier. Und hier versuche ich jetzt schon Zeit einzusparen, wenn ich so ein bisschen schräg springe, um hier vorne gleich runter zu... Ja, Lehrer! Danke, Lehrer! Dass du dadurch nicht an die Kante festhältst. Das ist auch wieder so ein Punkt an ihr, der nervt. Und wir müssen wieder hier runter und wieder den Schalter drücken. Und da kommt auch wieder dieses Ding rausgefahren. Klasse. Schön, schön, schön. Mit einem Schlangenkopf, falls ihr es nicht gemerkt habt. Mit einer Kobra. So, und hier nochmal rüber. Und hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und hier rum. Und hier lang. Und hier lang. Ja, das ist jetzt eine sehr gute Kommentation. Aber was soll ich auch machen bei diesem Spiel? Ist anders zu kommentieren. Wir müssen einfach hier lang. Also der Weg ist ja, der Weg ist ja klar. Das Ziel ist unbekannt. Also nee, das Ziel ist auch bekannt. Lehrers Macken sind unbekannt. Okay. Hier hoch. Hier um die Kurve. Hier rum. Fallen lassen. Hier um die Kurve. Und hier ran. Und gleich kommt wieder das schöne Mauerlauf, vor dem ich sehr viel Respekt habe, wie ihr wisst. Und mal wieder nicht geschafft habe. Flupp. Und wir kennen es ja mittlerweile. Ich dachte, jetzt fällt sie runter. Wir müssen den nochmal drücken. Und da kommt wieder die Stange rausgefahren. Wir hätten es nicht erwartet, dass genau dies passiert. Kann man das überhaupt... Nein, das kann man noch nicht mehr überspringen. Diese nervige Sequenz, die uns jedes Mal wieder Zeit kostet. Nötige Zeit, die wir zur Konzentration benötigen. So, da setzt Lehrer zum ersten Sprung an. Und zum jetzt klettert sie hier lang. Oh, jetzt muss sie ganz schnell hier einmal rum. Aber auch das meistert Lehrer. Und sie weiß natürlich auch, dass sie hier hoch muss und darüber muss. Und ganz schnell hier weg. Das hat Lehrer diesmal auch besser gemacht. Das war gut. Jetzt hier vorne lang und hier vorne lang. Und einmal nach da und... Hier an dieser Plattform lang ist es denn die Möglichkeit. Wir flutschen hier wie nichts Gutes. Nein! Lehrer hat ihren Selbsterhaltungstrieb verloren und hat einfach mal einen Sprung in die Tiefe gewagt. Wollte sie uns damit ärgern? Ich weiß es einfach nicht. Ich denke schon. Also nochmal das Ganze von vorne. Als ob wir das nicht schon können. Und naja, wir müssen es nochmal zur Perfektion treiben. Weil Lehrer es so wollte, meine kleine liebe süße Schnuckelbubbelmaus. So, den ersten Sprung, den kann sie und das kann sie auch. Das ist alles kein Problem. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass ihre Muskeln langsam ermüden. Wir wollen ja, dass die Athletin auch weiterhin am Start bleibt. Sie soll ja das Artefakt kriegen. Und natürlich gleich wieder wegspringen. Das hat sie auch diesmal gut gemacht. Aber die Kameraperspektive, schon wieder hat sie mich verwirrt. Und vielleicht hat sie auch Lehrer verwirrt. Aber das lässt sich Lehrer überhaupt nicht anmerken. So, und wieder hier lang. Und ist es denn die Möglichkeit, ganz schnell umdrehen? Und ja, diesmal hat Lehrer verstanden. Sie soll sich hier an die Kante hangeln. Kein Problem für sie dieses Mal. Ihr Gehirn hat wieder nicht aus... Also, ihr Gehirnaussetzer ist erledigt. Und auch das hat sie sofort begriffen. Ob sie jetzt aber begreift, dass sie nach hinten wegspringen soll. Und... Ah, das war knapp, meine lieben Freunde. Da muss ich mich erstmal nochmal hier hochhaxeln. Und jetzt müssen wir Schwung holen. Oh, Lehrer, das ist wichtige Minuten, die uns hier... versagt bleiben. Aber Lehrer hat es geschafft, meine lieben Leute von heute. Wir wissen bloß leider noch nicht ganz genau, ob das vielleicht nicht unser Tod gewesen ist, dass Lehrer hier leider einen
Und ja, liebe Freunde, das war Lehrers Tod und Lehrer weiß es schon, sie muss sterben, weil sie natürlich den wichtigsten Sprung schlechthin schon wieder verpatzt hat. Naja, wir müssen das Ganze nochmal machen, dank des verpatzten Sprunges von unserer jungen Athletin. Und wieder wird die Stange ausgefahren. Sie fährt sich aus sie kommt hier raus und leider ist niemand zur Stelle, der diesen Schalter einfach mal runterdrücken würde. Aber wir wissen auch nicht, ob es was nützen würde. Es würde auf jeden Fall eine schlechtere Bewertung uns verleihen, aber ist das denn wirklich wichtig, was Lehrer für eine Bewertung kriegt? Ich denke nicht. Unsere junge Athletin hat einen kleinen Aussetzer gehabt, aber jetzt hoffentlich macht sie den wieder gut. Wieder ärgert uns die Kameraperspektive, meine Freunde. Ah, ich weiß ja nicht. Und eine einfahrende Wand, aber auch die ist ja nicht unser Problem. Wir kommen an die erste Problemstelle. Wird Lehrer dieses Mal, ja, Lehrer hat es dieses Mal verstanden, was von ihr als Athletin erwartet wird. Ich bin begeistert, aber ich würde nicht zu früh begeistert sein. Wir kommen an ihre Schwachstelle, der Mauersprung oder der Mauerlauf. Ihre eindeutige Schwachstelle bis jetzt und oh, das hat sie mal wieder zu wenig gemacht. Vielleicht müssen wir doch noch mal einmal Schwung holen. Ach, Lehrerchen, wir müssen das Ganze noch mal machen. Okay, wir schalten wieder den Hebel, wir fahren wieder die Stange raus. Wie sie da steht, wie eine Eins, aber Lehrer, das kann ja nicht alles sein. So, meine lieben Lehrerfreunde. Es geht weiter und wieder wird hier einmal rumgesprungen und einmal hier rauf. Und die junge Athletin ist wieder voll bei der Sache anscheinend. So, und hier auch sofort rüber, keine Zögern, auch hier hoch und auch das macht sie mit Bravour. Kameraperspektive kann uns langsam nicht mehr ärgern. Lara und ich, wir haben uns dran gewöhnt. So, meine lieben Freunde, jetzt wird es wieder kritisch. Wird Lara ihre erste kritische Stelle kapieren, was sie zu tun hat? Ja, sie nach einem kleinen, kurzen Gehirnaussetzer hat auch dieses Mal Lara wieder verstanden, was abverlangt wird von ihrem Körper. Okay, jetzt kommen wir wieder zum allseits beliebten, bekannten Mauerlauf. Wir werden diesmal zwei... Nein, oh Gott, das war sehr, sehr knapp und wurde doch trotzdem was, aber es war wirklich dieses Mal wieder mal sehr, sehr knapp mit dir. Oh, da hat die junge Athletin noch eine kleine Auszeit, Gehirnauszeit gehabt, aber ich hoffe, dass sie dieses Mal es besser macht. So, gleich hier vorne ran. Und die Stange steht noch, meine lieben Damen. Und kann es möglich sein? Lara hat ihre Aufgabe erfüllt. Und wir stecken uns das dritte Relikt in die Tasche. Okay, kommen wir jetzt auch hier wieder zurück. Und hier wieder hin. Und kann das die Möglichkeit sein? Lara hat den ersten Raum geschafft. Ach ja, hier war ja dieses Ding. Okay, Lara hat sogar den Sprung geschafft. Also, Lara, jetzt... nein, du solltest nicht. Das war wieder ein Aussetzer der jungen Athletin. Das macht Spaß. Und gleich... Okay, gut.